Entwurf für den nächsten mehrjährigen Haushalt der Europäischen Union stehen insgesamt etwa 100 Milliarden für Krieg, für Aufrüstung und für Abschottung bereit. Also politisch bin ich geworden in dem Moment, in dem eine Entscheidung getroffen worden ist, mitten in Europa, im Westen Europas damals, NATO-Mittelstreckenraketen zu stationieren. Und mir als Schülerin, die keine Ahnung hatte von Politik, war klar, wenn diese Waffen eingesetzt werden, dann wird es dieses Europa, wahrscheinlich diese Welt nicht mehr geben. Bereits jetzt ist Deutschland auf dem Weg, die dominante Militärmacht in der EU zu werden. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Also meine Vision für Europa ist ein solidarisches Europa, ist ein Europa, was nicht ein Land gegen das andere ausspielt oder eine Klasse gegen die andere ausspielt und das eben vor allem nicht auf militärische Stärke, sondern tatsächlich auf die Kultur der Diplomatie setzt.